Hallo da draußen, herzlich willkommen zu dem Wochentagoskop von den Mantikern. Heute mal nicht live, wir machen das ja sonst immer sonntags live, aber gerade sind wir im Urlaub und da habe ich das einfach mal als Konserve produziert und zwar am letzten Julitag, Samstag, den 31. August in den, nicht ganz so frühen Morgenstunden um 11 Uhr. Und wie ihr seht, habe ich wie üblich schon mal einen Spirit Guide gezogen, einen sogenannten Seelenführer auf Deutsch, aus dem, dem Tarot-Set, muss man sagen, von Carrie Paris Relative Tarot. Und letzte Woche hatte ich ja Dictatorship gezogen, also Diktatoren lassen wieder von sich hören. Das ist in diesen Tagen nichts Neues, aber für die kommende Woche habe ich das genaue Gegenteil, man könnte sagen, vom Löwe in den Wassermann energetisch gezogen, nämlich die Non-Conformist-Karte. Wir sehen hier eine Feministin der ersten oder zweiten Welle, würde ich sagen, die für ihre Rechte einsteht und ich weiß inzwischen gar nicht mehr, was nonkonformistischer ist, sich an die Regeln zu halten, damit wir keine zweite Welle von Corona bekommen, wenn wir nicht schon mittendrin sind, oder aber sich weiter zu positionieren. Auf jeden Fall, wozu uns diese Karte auffordert, ist nicht in unseren Regelsystem nur zu denken, in unserer eigenen Blase zu verharren, die wir uns alle erschaffen haben, mit weniger Vorurteilen auf andere Menschen zuzugehen und deren Argumente wahrzunehmen, also auszusteigen aus unseren Taten, wie wir glauben, wie wir sein müssen. Gleichzeitig aber auch schon die Gefahr, eben genau das zu tun, nämlich sich gegen alles zu widersetzen, was einem nicht in den Kram passt. Und da ist es an der Zeit, eine gute Balance zu finden zwischen Common Sense, zwischen dem, was wahrscheinlich nützlich für alle ist und dem, was wir persönlich für uns erreichen wollen. So, und weiterhin ist dies eine schöne Karte für den Sommer, dafür, dass wir mal Dinge tun, die wir uns sonst nicht so trauen und die einfach dazu auffordert, sich selbst und seine oder ihre eigene Individualität zu leben. Ja, und wie gewohnt gehe ich nun durch den Tierkreis, ziehe für jede Karte des Tier, für jedes Zeichen im Tierkreis eine Tarotkarte aus dem Relative Tarot von Carrie Paris, die einen Hinweis darauf gibt, wie du ihr deine kommende Woche leben kann, könnt und vielleicht einfach auch nur einen kleinen Impuls setzt für das, was in der kommenden Woche auf dich wartet. Und wie üblich beginne ich dabei mit dem Widder. Die Karte, die ich für den Widder ziehe, ist der Ritter der Stäbe. Moment, ich muss hier mich noch mal ein bisschen eingrooven. Genau, der Ritter der Stäbe, na, wenn das keine Widderkarte ist. Der Ritter der Stäbe hat ein sehr, sehr gutes Gefühl für Timing, was nicht immer unbedingt die Stärke des Widders ist, der ja dafür da ist, loszupreschen und Dinge anzustoßen als kardinales Zeichen. Das passt aber in diesem Falle sehr gut. Eigentlich sagt diese Karte, die Zeit ist reif zu handeln, tritt jetzt in Aktion. Und ich hatte ja schon erwähnt, dass im Widder gerade sehr viel Aktion ist. Unter anderem ist Mars jetzt bis Ende des Jahres, wenn nicht sogar bis in den Januar hinein, in deinem Zeichen, lieber Widder. Im September wird er dort rückläufig und wenn du jetzt Sachen anstößt, die dir schon lange unter den Nägeln brennen, dann ist das jetzt wirklich ein guter Zeitpunkt. Zögere nicht länger. Achte aber wirklich darauf, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen und nicht jetzt einfach aus blindem Aktionismus heraus zu handeln, sondern höre da auf dein Herz, auf deinen Bauch und dann geht es raus damit. Ein König signalisiert immer, dass die Zeit tatsächlich reif ist und du jetzt nicht noch mal mehr 1000 Ausbildungen für etwas machen musst oder noch mal genau überlegen musst, wie sage ich es dem anderen. Jetzt ist es an der Zeit,
etwas anzustoßen und zu verändern, gerade im Hinblick darauf, dass du ab Mitte September damit rechnen musst, dass sich die Dinge wieder für dich verlangsamen, dich alte Themen einholen. Also seize the day, nutze den Tag, das ist die Nachricht für den Widder. Nach dem Widder kommt bekanntlich immer wieder der Stier. Und auch für den Stier ziehe ich eine Karte und das ist die 9 der Stäbe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir letzte Woche auch die 9 der Stäbe für jemanden hatten. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es war sogar der Stier, aber ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall 9 der Stäbe, ähnlich wie beim König der Stäbe. Etwas kommt zum Ende. Es ist gut, sich mit dessen zu vergewissern, was man aufgebaut hat in der letzten Zeit. Das hat vor allem auch mit Energetik zu tun, also damit, wie ich mich abgrenze, welche Ressourcen ich habe, um nach vorne zu gehen, um etwas Neues dann wieder anzustoßen in der 10. Aber jetzt ist gerade ein guter Zeitpunkt, nochmal innezuhalten, mich dessen zu versichern, was ich habe, darauf zu achten, ob ich eher in einer Abwehrhaltung anderen Menschen gegenüber bin, was nicht unbedingt ideal ist, oder besser, das, was ich habe, anderen zeige, damit entweder gut verhandle anderen Menschen gegenüber oder aber es auch anderen Menschen zur Verfügung stelle, um damit etwas anzufangen. Also rechne damit, dass in den nächsten Wochen sich etwas bei dir neu ergibt, verändert. Und bereite dich darauf vor, vor allem mit deinem Energiehaushalt. Vergeude deine Kraft nicht für Unnützes, sondern nutze alle dir zur Verfügung stehenden Ressourcen, um dich auf dieses Neue vorzubereiten. Das ist die Nachricht für den Stier. Nach dem Stier hat der Tierkreis den Zwilling in das Universum gesetzt. Und für den Zwilling habe ich wieder eine Stäbekarte gezogen. Also bisher haben wir nur Stäbekarten. Für alle, die sich mit Tarot nicht so auskennen, Stäbe stehen eben für unseren Energiehaushalt, für unser inneres Feuer, für das, was wir anstoßen wollen im Leben, eben für unseren Willen. Und alle drei Karten, die wir jetzt gezogen haben, der König der Stäbe, die 9 der Stäbe und jetzt auch die 10 der Stäbe, sagen, es ist an der Zeit, Altes zu beenden und Neues ins Leben zu rufen. Und da bist du, lieber Zwilling, schon ein bisschen weiter als der Stier. Es könnte sein, dass du gerade sehr unwillig bist, etwas loszulassen, was dich aber wirklich daran hindert, nach vorne zu gehen und etwas Befriedigendes in deinem Leben zu tun. Dazu fällt mir ein, dass der Mondknoten, der für Berufung steht, gerade in Zwilling angekommen ist, seit Mai sich da jetzt ganz gut eingerichtet hat und ja, dich wahrscheinlich dazu zwingt oder dir vorschlägt, um es netter zu sagen, genau hinzuschauen, ob du da, wo du bist in deinem Leben, glücklich bist, ob du berufliche Erfolge feierst, ob du erfüllt bist. Und wenn du merkst, ja, das ist so, dann ist alles gut. Aber wenn du spürst, nein, ich bekomme einfach nicht das, was ich mir vorgestellt habe, es belastet mich alles sehr. Es kann natürlich auch eine private Thematik sein, die dich belastet, eine Beziehung, die Familie, sonst etwas. Dann ist es an der Zeit, dieses Bündel, was diese Frau hier auf dem Kartenbild trägt, nicht mehr alleine zu tragen. Es einfach entweder loszulassen oder aber in kleine Bündel aufzuteilen und zu delegieren, damit du dich als Zwilling neuen Projekten widmen kannst, die dir einfach viel mehr Spaß machen und deine Neugierde wecken. Also weg mit dem alten Kram, achte ein bisschen auf dich auch. Die 10 der Stäbe weist immer darauf hin, dass man zu viel tut, dass man sich sehr belastet. Im Idealfall machst du nur zu viel Sport, was ja ein großes Problem ist. Nein, also achte ein bisschen auf dich und deinen Energiehaushalt und denke daran, lass los, was du nicht mehr brauchst, damit du was Neues machen kannst. Für den Widder, für den Stier und für den Zwilling warten aber auf jeden Fall spannende neue Dinge. Also räumt auf mit eurem alten Krempel und geht dann nach vorne.
Die nächste Nachricht habe ich für den Krebs. Und die Krebse hatten ja jetzt gerade alle Geburtstag und schwingen sich gerade in ihr neues Lebensjahr ein. Und das habe ich jetzt sehr schön vorbereitet. Für sie habe ich dann gleich mal den Gehängten gezogen, den ich richtig rumliege. Der Gehängte zeigt, lieber Krebs, egal wie sehr man sich auf ein kommendes Lebensjahr vorbereitet und sagt, dieses Jahr werde ich alles besser machen. Es kommen dann doch immer wieder diese Stellen, wo man merkt, ich hänge einfach fest und komme nicht weiter. Sei es, dass du davon betroffen bist, dass die Corona-Welle weiter rollt, oder aber, dass du aus anderen Gründen nicht so handeln kannst, wie du gerne handeln möchtest. Der Gehängte sagt dir, nimm dir alle Zeit, die du brauchst. Du hast hier nicht unbedingt die Kraft des Zwillings, der einfach sein Bündel hinschmeißen kann. Du musst in dir etwas aufrollen, es muss Klick machen in dir, bis du erkennst, dass das, was du da gerade tust, nicht das ist, was dich voranbringt. Da kann dir leider kein anderer Mensch helfen. Das Beste ist, jemanden zu finden, der dir gut zuhört, eine Freundin oder jemand anderes, die dafür sorgt, dass du da aus deiner Gedankenschleife kommst. Aber ich verspreche dir, wenn du dann einmal losgelassen hast, wenn es Klick in dir gemacht hat, was zu tun ist, dann wirst du den Rest des Jahres wirklich ganz, ganz toll vorankommen. Wir haben gerade halt wirklich sehr viele rückläufige Planeten im Steinbock. Rückläufige Planeten bedeuten immer, dass wir nicht so im Fluss sind mit der Planetenenergie. Und das betrifft halt auch besonders den Krebs, der gegenüber dem Steinbock liegt. Also es können dir einfach auch gerade viele Hindernisse in den Weg gestellt worden sein, die dich daran hindern, nach vorne zu gehen. Und ich stelle echt fest, dass wir hier sehr viele Themen haben bisher vom ich kann gerade nicht so nach vorne, wie ich will. Das passt sehr gut dazu, dass wir eben Mars im Widder gerade haben und alle so unter Strom stehen und jetzt endlich für uns etwas tun wollen. Hab Geduld, du wirst das noch tun. Es muss aus dir heraus der Impuls kommen und von niemand anderem sollte dir dieser Impuls aufgedrängt werden. Damit sind wir beim Löwen angelangt. Die Löwen unter euch, die haben ja noch Geburtstag gerade. So lange ist es noch gar nicht her, dass wir die Sonne im Löwen haben. Und für euch, liebe Geburtstagskinder da draußen, habe ich den König der Münzen gezogen. Wir hatten beim ersten Feuerzeichen, dem Widder, den König der Stäbe, beim zweiten Feuerzeichen im Tierkreis nun den König der Münzen. Auch der König steht dafür, dass etwas zum Abschluss kommt. Und bei euch ist vielleicht das Thema, dass ihr, was einen finanziellen Zyklus betrifft, eine Bestandsaufnahme machen solltet. Inwieweit habe ich jetzt eigentlich Geld dadurch gespart, dass ich nicht gereist bin dieses Jahr, die Luxushotels, die ich mir sonst immer gönne? Oder aber habe ich in irgendeiner anderen Art und Weise Geld akkumuliert, das ich jetzt möglichst gewinnbringend unter die Leute bringen sollte? Gewinnbringend, indem ich dafür etwas Tolles bekomme oder aber auch es anlege in irgendeiner Form. Auf einer anderen Ebene kann es sein, dass du dir bewusst wirst, welche Talente du eigentlich alle in der Tasche hast, um etwas Neues zu beginnen. Denn auch für dich steht etwas Neues in Aussicht, bei dir eher auf der beruflichen Ebene als auf der energetischen Ebene, wie beim Widder, wo es eher darum geht, Projekte anzustoßen. Überleg dir, ob eine Gehaltserhöhung fällig ist oder aber, ob du vielleicht dich in irgendeiner Form selbstständiger machst. Das sind die Themen, die für dich jetzt gerade wichtig sind. Ansonsten steht der König der Münzen auch dafür, dass du auf deine Lebensjahre, die du schon verbracht hast, zurückblicken kannst mit Stolz und dir überlegen kannst, wie du das, was du in diesen Jahren gelernt hast, für dich in den kommenden Jahren einsetzen möchtest. Nun kommt die Jungfrau an die Reihe. Und dann sind wir auch schon durch die Hälfte durch mit diesem Wochentaroskop.
Und die Jungfrau, die hat weiterhin ordentlich viel Lebensfreude. Letztes Mal, ich erinnere mich noch genau, hatte dich die Acht der Stäbe für die Jungfrau gezogen. Wir haben schon wieder eine Stabkarte, also bisher wimmelt es hier wirklich von Stäben. Und die Acht der Stäbe, der Bube der Stäbe, können wir jetzt die Geschichte weiterspringen, spinnen. Die Stäbe sind auf dem Boden gelandet. Die Jungfrau, die hier vor sich hin tänzelt, hat sich einen Stab in die Hand genommen, ihre Prioritäten gesetzt und sagt jetzt, und jetzt fange ich etwas Neues an. Also die Jungfrau ist den anderen Zeichen heute ein Stück voraus. Sie hat sich schon für etwas entschieden, wo sie ihre Kraft einsetzen möchte. Nun, liebe Jungfrau, ist es aber auch an der Zeit, nicht länger zu zögern. Etwas, was die Jungfrau gerne mal aus Vorsicht und Umsicht tut, sondern diesen Stab in die Hand zu nehmen und rauszugehen damit. Beginne jetzt deine neuen Projekte, mache eine Tanzausbildung oder aber setze deine Feuerkraft für irgendetwas ein, was dich sehr bewegt. Aber handle jetzt, denn der Bube der Stäbe ist eine kurzzeitige Energie, die auch schnell wieder verfliegt. Jetzt ist es an der Zeit und du solltest eigentlich auch klare Zeichen haben, was gemacht werden sollte. Ganz klare Nachricht für dich, liebe Jungfrau. Nun kommt die liebe Waage dran, die ja immer nach Ausgleich strebt, weil sie selbst damit einige Probleme hat, in Balance zu kommen. Und wie lustig, ich sage das hier und ziehe die zwei der Stäbe. Ja, da sehen wir genau, was deine Aufgabe ist, liebe Waage, nämlich in Balance zu bleiben, trotz aller schwierigen Umstände, die das Leben derzeit bereithält, immer wieder abzuwägen, was tut mir jetzt gerade gut, wie bleibe ich in Bewegung. Es kann die Aufforderung sein, dich körperlich zu bewegen, denn die Münzen stehen nun einmal für die Erde. Es kann die Aufforderung sein, über dein Diätkonzept nachzudenken, über deine Ernährung oder aber auch, wenn es um die Arbeit geht, dass du vielleicht überlegst, ob ein Job reicht, ob du nebenher vielleicht eine Ausbildung machen möchtest oder vielleicht mit zwei Jobs balancierst, einer Richtung Selbstständigkeit, einer Richtung Anstellung, was auch immer. Es geht darum, verschiedene Dinge in Balance zu bringen. Das kann natürlich auch in der Liebe sein. Vielleicht jonglierst du gerade mit 2 bis 10 Männern oder Frauen. Dann hast du die Erlaubnis, das noch ein bisschen in der Schwebe zu lassen, bevor du dich für etwas entscheidest. Es geht ums Spielen mit dem Element Erde und sich noch nicht auf etwas festzulegen, sondern es zu genießen, dass du gerade damit spielen darfst. Eine sehr schöne Karte, finde ich, für die Sommerzeit. Würde mich wundern, wenn der strikte, strenge, auf jeden Fall aber auch leidenschaftliche Skorpion eine solche verspielte Karte von mir jetzt erhalten würde. Aber man weiß ja nie, ich ziehe jetzt jedenfalls, oje, hätte ich es mal nicht gesagt. Nein, ich scherze, entschuldigt bitte. Den Turm. Der Turm ist ja eine Karte, vor der einige Menschen Angst haben, weil es da um ein einstürzendes Gebäude geht. Aber für mich ist der Turm eines der besten Karten überhaupt. Gerade Skorpione haben oft etwas damit zu tun, dass sie an etwas festhalten, was gar nicht von ihnen ist, was vielleicht aus ihrer Familie stammt, Glaubensmuster, Werte, die übertragen wurden auf sie, ohne dass sie eigentlich gefragt wurden und die sie ihr ganzes Leben lang mitschleppen. Und du, lieber Skorpion, bekommst jetzt die Gelegenheit, das zu ändern für dich, indem du vielleicht auch durch eine blitzhafte Erkenntnis oder durch etwas anderes, was wahrscheinlich auch von außen auf dich einprasselt, ein klares Zeichen bekommst, so sollst du nicht mehr denken, so sollst du nicht mehr handeln, damit es dir persönlich besser geht. Und ich rate dir, diese Nachricht dann ernst zu nehmen, dieses Zeichen zu akzeptieren und umzusetzen. Der Turm steht für Erleuchtung, für ein Erleuchtungserlebnis, ein Aha-Erlebnis. Und wenn du diese Woche so ein Erlebnis hast, dann handle, setze dieses Erlebnis
oder die Konsequenzen, die daraus folgen müssten, in die Tat um und falle nicht mehr in alte Glaubens- und Handelsmuster zurück, dann wirst du sehr, sehr gut durch den Rest des Jahres kommen. Ich wünsche dir viel Glück dabei. Ja, nach dem Skorpion ist der Schütze dran. Ich muss hier einmal die Karten wieder frisch bewegen. Und was ziehe ich denn da? Ja, der Schütze hat die 6 der Kelche von mir zugekiest bekommen. Die 6 der Kelche ist eine Karte, die wir, glaube ich, auch letzte Woche schon hatten. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Für alle unter euch, es macht vielleicht auch Sinn, sich mal alte Wochentaroskope anzusehen, damit ihr die Karten, wenn ihr sie noch nicht kennt, ein bisschen besser kennenlernt. Die 6 der Kelche ist eine emotionale Karte, denn die Kelche stehen für unsere Gefühle, für vielleicht auch für unsere Spiritualität. Und die 6 der Kelche führt uns immer zurück in die Vergangenheit und lässt uns oft sentimental werden. Das passt sehr gut dazu, dass durch den Schützen wie auch durch den Zwilling gerade die Mondknotenachse verläuft, während es bei dem Zwilling darum geht, neue Dinge zu entwickeln, die mit der beruflichen oder berufungstechnischen Perspektive zu tun haben, geht es beim Schützen darum, sich Altes nochmal anzusehen, was mit diesen Themen zu tun hat. Das kann dich zurückführen bis in deine Kindheit. Und auch hier, ähnlich wie beim Skorpion, geht es darum zu erkennen, was sind Prägungen meiner Kindheit bei bestimmten Dingen, wenn ich mich verhalte, wie ich eigentlich gar nicht möchte, wenn ich so ein bisschen fremdgesteuert bin. Oder aber auch, was waren die schönen Momente meiner Kindheit, die ich jetzt gerne wieder wachrütteln möchte. Vielleicht steht eine Familienfeier an, ein Fest, wo man auch gerne mal sentimental wird. Wo die Karte zur Vorsicht mahnt, ist beim Thema Beziehung. Versuche jetzt nicht, in etwas dich zurückzubegeben, was dir eigentlich nicht gut tut, wo du aber dann doch so ein bisschen sentimental wirst. Meinetwegen, du hast gerade jemanden verlassen oder jemand hat dich verlassen, kommt jetzt wieder an und du wirst ganz weich. Dann ist die 6 der Kelche eigentlich der Hinweis, überleg dir das gut. Handelst du jetzt hier, weil du dir was schön malst oder aber, weil du wirklich, wirklich gerne wieder mit jemandem zusammen sein möchtest? Das können wir natürlich auch aufs Berufliche oder sonst etwas übertragen. Also ja, in Erinnerungen schwelgen, ja, aber nicht unbedingt dieselben Fehler machen, die man früher gemacht hat. Das ist jetzt ein wichtiges Thema für dich. Als nächstes ist im Tierkreis der Steinbock und den besuchen wir jetzt mit einer Karte, die ich jetzt hier gerade gezogen habe. Ja, der Steinbock, 8 der Schwerter. Ich wiederhole mich, aber die Steinböcke unter euch, die haben halt wirklich mit viel, viel Kram zu tun seit 2008 und gerade jetzt noch bis zum Herbst, wenn nicht sogar bis zum fast Winter, kommt nochmal ganz viel oller Kram nach oben, der euch aus den letzten 12 Jahren quasi einholen kann. Immer wieder stellt ihr vielleicht fest, dass ihr an Punkte kommt, wo ihr nicht weiterkommt und wo du, lieber Steinbock, merkst, ich bin doch schon so weit gegangen, warum komme ich hier nicht über diese gedankliche, wir sind im Bereich der Schwerter, Schwelle, um endlich wirklich in die Freiheit zu gehen. Und dann merke dir bitte, dass das, wo du festhängst, wesentlich mehr mit deinen Gedanken zu tun hat, mit dem, was du dir selbst für Hindernisse setzt, als was von der Außenwelt kommt. Ja, wir sind gerade in einer schwierigen Zeit, von der sicher auch du betroffen bist, weil du auch das Zeichen der Gesellschaft repräsentierst. Aber du kannst trotzdem in deinem kleinen Radius etwas verändern. Und das bedeutet, dass du die Dinge, von denen du wirklich weißt, die funktionieren nicht mehr, hinter dir lässt. Nach vorne gehst, den Mut hast, diesen Schritt auch alleine zu tun und das dann, dann in die Freiheit zu kommen. Und auch wieder, wir sind schon wieder bei dem Thema Glaubensmuster,
zu sprengen, die dich immer wieder daran hindern, deine persönliche Freiheit zu leben. Bei dir kann das sehr gut das Thema Verantwortung für andere sein, denn das ist definitiv eine deiner Schwachstellen. Aber egal was kommt, versuche ruhig auch ohne, dass du siehst, die Augen der Frau hier auf dem Bild sind verbunden, nach vorne zu gehen in deine Zukunft und nicht aus Angst vor irgendwelchen Hindernissen, die noch gar nicht da sind, in der Vergangenheit zu bleiben. Nun kommt der Wassermann dran. Und für den Wassermann, ja, Wassermann, wieder eine Stabkarte, ähnlich wie bei der Jungfrau, eine Karte, die sagt, ich gehe jetzt nach vorne mit meinen Projekten, ich lasse mich nicht mehr zurückhalten. Du profitierst offensichtlich auch von der Mars-Energie, aber auch davon, dass die nächsten Jahre Wassermann-Jahre sein werden, wenn ab November 2020 Saturn dann 3 Jahre durch dein Zeichen gehen wird und da ordentlich viel Bewegung und aber auch Konkretisierung in dein Leben bringen wird. Jetzt ist es an der Zeit, nochmal nicht so sehr zu überlegen, was du wirklich willst, sondern das, was du dir überlegt hast, in die Tat umzusetzen, anzustoßen. Und dasselbe wie bei der Jungfrau gilt auch bei dir. Mache es jetzt, schiebe es nicht auf die lange Bank, denn auch die Energie der Ast der Stäbe verfliegt ziemlich schnell, wenn man sie nicht nutzt. Eine super Karte fürs Flirten, gilt übrigens auch für die Jungfrau und für einen leidenschaftlichen Sommer mit Abstand, bitte. Als letztes Zeichen im Tierkreis haben wir die Fische. Ich habe gerade überlegt, ob es wirklich das letzte Zeichen ist oder nicht das reifste, sensibelste, sonst etwas. Ich muss bei den Fischen mich immer etwas selbst loben. Verzeiht bitte. Und ich habe dann auch gleich eine Karte gezogen. Das Ass der Schwerter, auch ein Hinweis darauf, dass die Fische unter euch jetzt etwas Neues in Bewegung setzen sollen. Es geht bei euch erstmal darum, oder bei dir, liebe Fischin, lieber Fisch, dass du gedanklich etwas Neues in die Welt setzt. Das ist eine super Karte für Brainstormings jetzt über den Sommer. Eben dafür nicht jetzt gleich loszustürmen mit etwas, sondern es erstmal zu durchdenken. Sehr hilfreich ist es, Dinge aufzuschreiben in dieser Zeit oder in anderer Form gedanklich zu manifestieren, indem du ein Bild malst, auf das du dich fokussieren kannst oder Anker setzt oder sonst etwas. Das ist, was jetzt bei dir dran ist. Lasse deinen Gedanken freien Lauf und fange sie dann ein, indem du sie in irgendeiner Form manifestierst und dann wirst du das Ass der Schwerter ist auch eine relativ kurzfristige Karte, vielleicht schon Mitte des Monats, wenn der Neumond wiederkommt, das ist mal ein ganz guter Hinweis für diese Anfangsenergie, gilt dann auch für die Jungfrau und den Wassermann. Vielleicht wirst du bis dahin dann herausfinden, was es wirklich ist und dann kannst du es in die Tat umsetzen. Also jetzt nochmal im Resümee, alles, was ich jetzt so gezogen habe, spricht davon, dass wir sehr stark auf einer Schwelle stehen, rein energetisch. Viele Zeichen sind sehr am Ende von etwas, die anderen sehr am Anfang und es scheint darum zu gehen, wirklich nochmal da Sachen aufzurollen, die man aus der Vergangenheit mitschleppt, jetzt aber nach vorne gehen möchte und dadurch diese Sachen auch hinter sich lassen sollte, möglichst befriedet, aber wenn das nicht anders geht, auch im Zorn meinetwegen und dann etwas Neues aufzubauen. Und das passt sehr gut. Wir sind jetzt hier gerade kurz vor Vollmond, während ich das aufnehme. Das ist sowieso auch immer eine Zeit, in der wir Dinge zum Abschluss bringen, um dann in einen neuen Zyklus zu kommen. Ja, ich hoffe, dir gefällt dieses Video. Ich werde dann wahrscheinlich nächste Woche wieder live damit unterwegs sein. Aber jetzt, wie gesagt, genieße ich, während du das siehst, meine letzten Urlaubstage
und nutze das Ass der Schwerter, um mir auch neue Gedanken über Videoprojekte hier auf diesem Kanal zu machen. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, diese bisherigen Projekte zu entwickeln. Und ich freue mich sehr, wenn du ja auch Spaß daran hast, deswegen dann diesen Kanal abonnierst, die Glocke läutest und wir uns hier dann auch mal live treffen, wenn wieder Videos live hier gehen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche, wo immer du auch gerade bist. Und ja, bis auf bald. Mach's gut.